Servus, guten Abend, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender Woche 2 läuft. Wir sind unterwegs mit der Challa, einem fleißigen Einsender seiner Videos. Und wir sind in einem Großgefecht gelandet, auf Klondike. Er hat einen 215 FV, 215 183 mit dabei. Mit einer der schlimmsten Kanonen, die es im Spiel gibt. Wir haben 230 Durchschlag, 1750 Schaden pro Schuss. Wir haben 310 Durchschlag bei 1150 Schaden auf der ganz normalen panzerbrechenden Munition. Und 92 Durchschlag und 1750 Schaden mit der normalen HE. Jo. Hash ist halt, ja, brutal. Richtig brutal. Großgefecht. Wer es noch nie gesehen hat, weil er noch keinen 10er hat, es spielen hier nicht 15 gegen 15, sondern ganz klein wenig mehr. Nämlich 30 gegen 30. Und der Ablauf ist ein bisschen anders, wie das Ganze funktioniert. Würde ich nochmal ein extra Video machen, vielleicht, wenn ich Zeit habe. Bis dahin aufgeklärt, AMX. Gute Sichtweite. Jawohl. 1430 mit einem Schuss und tschüss. Eieiei, was für eine böse Kanone. Das ist echt ein richtig böses Teil. Braucht zwar 30 Sekunden zum Nachladen, das ist normal. Hat keine Gun Depression, ist auch normal. Hat leider auch keine Gun Mark. Das ist nicht so schön. Fährt er noch nicht so oft. Hier fehlen die Gandibüschen. Ja. 2 Grad mehr. Das wär's hier. So, wen haben wir denn da? Hier in den 100. Hallo. Das würde nichts nützen, mein Freund. 589er Schelle. Das ist nicht viel. Wir sind bei 2019 Schaden. Die wird gleich platzen, die Grille. Wenn sie Pech hat. Hat's aber nicht. Glück gehabt. Sehr schön. So, bei Großgefechten. Ganz kurz umrissen. 30 Fahrzeuge sind zugelassen. Es sind... Okay, wollt ihr was ab? Sehr schön. Es sind nur 10er. Schau, da will jemand unbedingt geknüppelt werden. Nee. Nee. Ah, die Grille hat die gerne gebissen. Die kann direkt hinterm Hügel stehen und schießen. Wenn sie es mal machen würde. Ist gerade nichts offen. Man sehe sich die Karte an. Vor allen Dingen nicht in unserem Bereich, sondern eher da oben. So. In dem Quadrat. Irre. Was da los ist. Seite. Ah, schade. Jawohl, sehr schön. Gerät rechts durch die Backe. So genau ist das Ding. Irre. 2698 Schaden. Wir haben 2 Kills auf der Uhr. Sehr gut. Ja, Großgefechte sind nur was für 10er. Das ist schade. Vielleicht werden sie das Ding irgendwann für 8er auch öffnen, dass nur 8er dran teilnehmen dürfen. Das wäre genial. Da würden sie den Verkauf von 8er Premiums innerhalb von kürzester Zeit sowas von nach oben schrauben. Dann hätten wir nur noch Löwe und Konsorten da. Die Qualität der Gefechte würde wahrscheinlich massiv nach unten gehen. Kommst du nicht durch? Doch, kommst du durch. Achso, ja, ist ja HE, Entschuldigung, selbstverständlich. Ah, ich nur wieder. Ich frecher, ich. So, 3054 Schaden haben wir, 960 haben wir geblockt. Ein bisschen was aufgespottet. Da sind wir wieder offen gegangen. Nicht so schön. 4:0 steht's. Und wir haben noch 5% Vorsprung. Auf der rechten Seite, beziehungsweise auf der 1er, 2er, 3er Linie. Da kriegen wir gerade Mechie 1 drauf. Okay. Obwohl du vorher noch die Artischelle bekommen hast, ging der Schuss noch direkt auf die E7. Das ist nicht schlecht. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Roller ist dann weg vom Fenster. So.
ist halt ein TD. Ne? Ist ein bisschen gepanzert, also für Stufe 10 ist es ein bisschen gepanzert. Es gibt bessere, wo du wirklich Probleme hast. Badger zum Beispiel, ist frontal mit fast nichts durch. Nachteil bei dem Ding ist halt die lange Reload-Zeit. Fast 30 Sekunden. 10 zu 5 steht's. 11 zu 6. Wahnsinn. So, wir blasen mehr so Angriff. Fahren wir direkt weiter nach vorne. Großgefechte können relativ schnell zu Ende sein, auch wenn ihr mit mehr Fahrzeugen gefahren wird. Dauern die in der Regel selten 15 Minuten. Geht meistens, sobald eine Seite zusammenfällt, dann war's das. Dann werden sofort alle weggerommelt. Ja, schönes Gerät. Ja, ist schon ein geiler Panzer. Schade, dass er rausgenommen wurde. Ersetzt wurden durch den Badger. Bei den Lammes beim Wechsel. In der Garage hatte, hat die mal halten dürfen. Das Fahrzeug wird zum Sonderfahrzeug zum Trainieren von der Crew geeignet. Ohne Sonderstatus, was das Geldverdienen angeht. Sehr mutig, mein Freund. Das ist wirklich mutig. Mhm. 1757 Schaden. Ja, das hat es wehgetan, ich weiß. Da kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen und ballern auf dich. Schön Schaden abwehren. Objekt 907. 2414 abgewehrt. 5374 ausgeteilt. Noch weiter zurückziehen. 17 zu 14 steht's. Der Gegner schlägt sich nicht so schlecht. Zu 14. Ziemlich ausgeglichen bisher, finde ich. Auch statt trotz 18 zu 14. Das ist egal. Target acquired. Oh ja. Let's find another target. So. Das ist mein erstes Großgefecht auf dem Kanal. Könnt gerne eure Meinung dazu schreiben, wie wichtig ihr das findet oder eben auch nicht. Würde mich interessieren. So, werde ich aufgemacht. Andere FV215B 183 stehen noch hinten. Grille 15 auch noch sehr weit hinten. E100 rückt vor, Objekt 140, Jagdpanzer E100. Kommen ebenfalls nach vorne. Ebenfalls so eine blöde Bumskanone da. Jagdpanzer E100. Sehr gefährliches Teil in den richtigen Händen. 20 zu 18, der Gegner holt ein bisschen auf. E100 sind wir losgeworden, schade. Jo, da rechts steht er. Um die Ecke. Kann er den rausnehmen? Jawohl. Dafür wird er gleich sterben, denke ich mal. Sieht nicht gut aus. Da drüben haben wir noch einen. Hallo, hallo. Schicken wir ihm einen hübschen Gruß mit 183 mm. Jawohl. Alter Schwede. 1751er Schelle offen. Ja, bist du noch zu retten. Jagdpanzer E100. Ja. 23 zu 20. Viel ist nicht mehr übrig vom Gegner. So, 3, 4, 5, 6, 7. Gleich war's das. 7098 Schaden, 2730 Schaden geblockt, 1365 gespottet. Schießt daneben und erntet damit die Niederlage, bzw. den Tod. Sind bei Kill Nummer 3. Da ist die Arti.
T-92. Ah, Kratersprengmeister. Ich glaube nicht, dass sie sich raustraut da. Das Objekt 907. 24 zu 21. Immer noch recht ausgeglichen, zumindest was die Verteilung der Fahrzeuge angeht. Ja. Gleich war es das. Es bleibt noch übrig. Zwei Artis. Eine Grille in 1-2-1. Das war's. Mehr ist es nicht. Mal sehen, wo wir die finden. Da ist der 1-2-1. Ah, keine Chance. Kriegst keinen Schuss drauf. Ich glaube, dass der Gegner so steht, dass du hier nichts mehr abfrühstücken kannst. Grille 15 auf der rechten Seite, kriegst du nichts. Vom 1-2-1 wird doch auch nichts übrig bleiben. Jetzt kommt unsere Grille nach vorne. Mit 2%, ist das richtig? Okay. Hat auch ordentlich eins drauf gekriegt. Jo, das ist die Karte Klondike. Kriegt man nur im Großgefecht. Sehr feine Runde, kann man nicht meckern. Macht echt Spaß, da zuzuschauen. Hab mir dieses Replay, so wie alle anderen Replays vorher, nicht angeschaut. Ich kommentiere die immer aus der Holland heraus. So, zwei sind noch übrig. Eine Grille und eine Arti. Normalerweise kein Problem. Für beide bist du One-Shot, ganz nebenbei. Und beide sind für dich One-Shot. Das ist auch mal so. So, GWR 100. Kriegst nichts ab. Na, ich glaube nicht, dass du da noch irgendwas bekommst. Zack. Badget 25 Tonnen, nimmt die Arti raus. Und der Jagdpanzer eben, oder die Grille 15. Passt. Sehr schön. 7574 Schaden. Haben wir gemacht, 3050 haben wir geblockt, 1365 gespottet. Schauen wir uns mal an, wie die Auswertung aussieht. Victory, sehr schön. Schallband hast du redlich verdient. 18 von diesen, was sind das, Anleihen? Keine Ahnung, ich kann mir das nicht merken. Kümmere ich mich nicht so drum. Fire Effects hast du bekommen, Shellproof hast du bekommen, Bruiser und ein Ace Tanker natürlich. 1240 Basis XP, okay, da wird mir so oft gefahren, wie es aussieht. Gibt es auch nicht mehr. 26.000 netto mit nach Hause von 80. Munition 60.500, ja, bist du noch zu retten. Alter Schwede. Gut, wie wird es eigentlich gefahren? 2,2 Kilometer, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst ein Like da, bitte fleißig draufklicken. Auf Facebook teilen ist ausdrücklich erlaubt. Und ein Abo für meinen Kanal, würde mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann bleibe ich natürlich für immer eure Keule. Macht's gut, ciao.